Zeitreise, mal wieder. Das Thema, das bei staatlich geprüften Logiklochprüfern und denen, die sich über eben solche Löcher aufregen, für ein verheißungsvolles Knöchelknacken sorgt, wenn die Finger zum Schreiben und Aufzeigen dieser Logikfehler ansetzen. Quantum Break zeigt jedoch keine grundsätzlich neue Idee, ist aber vielleicht das erste Spiel, das mit dem Thema eleganter umgeht als der Rest. Die Prämisse: Die Vergangenheit ist bereits geschehen und hat zu den Ereignissen in der Zukunft geführt. Eine Zeitreise in die Vergangenheit kann nichts an dieser ändern. Die Max Payne-Entwickler Remedy Games gehen nach Alan Wake ihr nächstes großes erzählerisches und actiongeladenes Werk an. Reisen wir zurück zum Anfang. Oktober 2016. Unser Protagonist Jack Joyce erhält eine dringende E-Mail seines guten Freundes Paul Serene, gespielt von Aidan Gillen, bekannt aus Game of Thrones als Littlefinger oder Kleinfinger auf Deutsch, glaube ich, der Jacks Hilfe bei einer geheim und technisch nicht ganz legalen Sache benötigt. Wir treffen ihn an der Riverport University und sollen ihm helfen, eine Zeitmaschine zu aktivieren, die von Monarch Industries gebaut wurde. Nachdem der Kern der Maschine aktiviert wurde, betritt Paul die Maschine, um 2 Minuten in die Vergangenheit zu reisen. In dem Moment, in dem er sie betreten will, steht sein zukünftiges Ich vor ihm. Der Beweis, dass die Maschine funktioniert. Denn sein Gegenwarts-Ich reist in die Vergangenheit genau zu dem Zeitpunkt, bevor er die Maschine betritt. Das klingt erst paradox. Wie kann er in die Vergangenheit reisen, wenn er die Maschine noch gar nicht betreten hat? Das Paradoxon wird sich aber gleich auflösen. Paul Serene hat Visionen, so will er die Maschine nutzen, um in die Zukunft zu reisen, um katastrophale Ereignisse vorauszusagen. Sein Zukunfts-Ich beendet dabei die letzten Sätze des Gegenwarts-Vergangenheits-Paul, da er diese Unterhaltung schon hatte. Nämlich jetzt gerade in diesem Moment, der Gegenwart. Um die Schleife zu schließen, muss sein Gegenwarts-Ich nun auch tatsächlich die Maschine betreten, damit das Ereignis und die Unterhaltung von eben auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, stattgefunden haben wird. Dadurch entsteht tatsächlich eine Schleife, weil er jetzt wieder in die Vergangenheit reist, nur sehen wir davon nichts mehr, weil wir auf der Zeitachse bereits weiter sind. Nun will Paul natürlich auch die Reise in die Zukunft testen. Er betritt die Maschine, doch die beiden werden in ihrem Vorhaben unterbrochen, als William Joyce, Jacks Bruder, auftaucht und seinen Bruder mit einer Waffe bedroht. Vermeintlich wirres Gerede über das Ende der Zeit und eine Fehlfunktion der Maschine ändert nichts am Verlauf. Durch die Fehlfunktion entsteht ein lokaler Riss in der Zeit, der sich sowohl örtlich ausbreitet und immer häufiger auftritt. Man kann es sich wie die Unterbrechung einer Achse, der Zeitachse, vorstellen, die irgendwann weiter verläuft, aber immer häufiger unterbrochen wird und am Ende, in naher Zukunft, komplett aufhört. Auch wenn das jetzt alles vielleicht etwas verwirrend klingt, die Geschichte von Quantum Break ist für eine Zeitreise-Story stark auf den Punkt gebracht, ohne sich zu sehr in Zeitparadoxe oder Nebengeschichten zu verirren. Etwas an Fahrt nehmen jedoch die sammelbaren Objekte heraus, für die man oft erst die Umgebung abgrast und sich Zeit lässt, wenn die NPCs einen auf den Sack gehen und mit Phrasen wie "Komm endlich, wir müssen weiter, wir haben keine Zeit" oder "Ich glaube, es geht dort lang" zutexten. Da ist die Frage, ob man denn nun die Sachen finden soll oder nicht, schon berechtigt. Die Story bleibt jedoch auch ohne die lesbaren E-Mails und Notizen verständlich und erfordert ausdrücklich nicht das Finden der erklärenden Gegenstände. Allerdings erhält man so sehr viele Hintergrundinformationen, die Ereignisse ausführlicher beleuchten oder die Hintergründe und Motivationen der Charaktere erzählen. Das gleiche gilt auch für die Live-Action-Episoden mit realen Schauspielern. Diese sind für eine, ja, im Spielumfang enthaltene Serie gut produziert, sind aber mit echten Serien, wie sie auf Netflix zu sehen sind, nicht zu vergleichen, was hauptsächlich an der Regie und den vielen künstlichen Effekten und Szenenhintergründen liegt. Bis auf ein, zwei Schauspieler sind aber alle glaubhaft. Damit die Produktionskosten, die für das Spiel alleine schon sehr hoch gewesen sein dürften, nicht explodieren, wurden vermutlich auch an der Anzahl der Takes gespart, sodass hin und wieder einige Szenen unglaubwürdig oder gekünstelt wirken. Die spielbare Action jedoch lässt kaum Wünsche übrig und bewegt sich irgendwo zwischen moderner und alter Schule. Denn zum einen gibt es in Quantum Break leider eine automatische Gesundheitsregenerierung, die es in Max Payne 1 und 2 noch nicht gab und das System der Painkiller als Medipack sogar von Rockstar Games in Max Payne 3 übernommen wurde. Dazu gibt es noch ein automatisches Cover-System, wie in Tomb Raider 2013 und dem aktuellen Rise of the Tomb Raider, was für einen natürlichen und weniger mechanischen Deckungsfluss sorgt, da wir nicht an der Deckung kleben wie in vielen anderen Spielen. Zum anderen soll Quantum Break aber nicht wie ein Deckungsshooter gespielt werden, da ihr euch ansonsten selbst viel Spaß nehmt. Denn die Fähigkeiten, die unser Protagonist mit der Zeit entwickelt und sich auch noch verbessern lassen, erlauben mit einer jeweils separaten Cooldown-Zeit viele Möglichkeiten, eure Gegner auseinanderzunehmen. Wir rushen, entweder in Deckung oder aus dieser zum Gegner hin, werfen ihn dabei etwas zurück und verlangsamen für einen kurzen Moment die Zeit beim Zielen. Den nächsten weiter entfernten Gegner frieren wir in einem Zeitvakuum ein, feuern unsere Kugeln darauf und rushen zum nächsten Gegner.
während der andere in einer Zeitexplosion alle unseren Kugeln frisst. Wird's gefährlich, erschaffen wir um uns selbst einen kleinen Raum, der nichts von außen hereinlässt. Gegner werden zurückgeworfen, Kugeln prallen ab und wir können uns kurz erholen und unsere Fähigkeiten wieder aufladen. Dabei wird man mit visuellen Elementen geradezu überflutet. Überall gibt es örtliche Änderungen, Geometrie verändert sich und wird von Wellen durchlaufen, als wäre es Wasser. Zeitsplitter wie von zerbrochenem Glas fliegen umher, zeitmanipulierte Objekte zucken hin und her, erscheinen doppelt oder sind unscharf auszumachen. Nichts ist mehr absolut und alles eine Frage der Perspektive. Die Grafik-Engine liefert hier also spektakuläre Effekte, für die man in nativer Auflösung von 1080p allerdings einen sehr leistungsstarken Rechner benötigt. Alternativ lässt sich eigens von Remedy Games verwendetes Upscaling-Format in den Optionen aktivieren, die die native Auflösung um ein Drittel verringert und mit bestimmten Methoden und einem großen Performance-Gewinn das Bild nicht allzu verwaschen darstellt. In Bewegung gibt es allerdings sichtbare Artefakte und generell geht natürlich Schärfe verloren, weshalb Grafikenthusiasten diese Upscaling-Funktion definitiv deaktivieren sollten. Die Charaktere werden zwar durch die sammelbaren Sachen und Dialoge gut beleuchtet, was deren Motivation angeht. Insgesamt fehlen mir hier allerdings Ecken und Kanten, die es noch in Max Payne gab, wenn man an Max selbst denkt oder an Mona, Vladimir oder Winnie. Auch wer The Last of Us gespielt hat, was als Charakterstudie einzuordnen ist, kennt das. Nichts ist einfach nur schwarz oder weiß. Ansichten können sich ändern und bestimmte Situationen erfordern für die Figur ungewöhnliche Aktionen. In Quantum Break sind die Figuren alle etwas zu glatt. Der naive Jack Joyce, der neurotische William Joyce, die fokussierte Beth Wilder, die versierte Ökoaktivistin Amy Ferrero und der klassische Schurke Paul Serene mit rechter Hand Martin Hatch. Natürlich gibt es noch weitere Charaktere, aber nahezu alle lassen sich mit ein oder zwei Adjektiven beschreiben, die dann auch schon fast alles abdecken, was es über denjenigen zu sagen gibt. Wenigstens bleibt aufgrund des schnellen Storytellings kaum Zeit darüber nachzudenken, was dazu führte, dass ich eine Woche lang nach dem Ende von diesem Spiel noch über seine Geschichte, spezielle Ereignisse und dem Ende selbst nachgedacht habe. Quantum Break ist definitiv ein Spiel, das im Gedächtnis bleibt. Die Mechaniken sind einfach, zum Teil neu oder aus anderen Konzepten aufgegriffen und aufgearbeitet. Wenn zum Beispiel Objekte so manipuliert werden müssen, dass sie uns in ihrem Zustand aus der Vergangenheit erscheinen und wir somit eine Brücke passieren können, die früher zwar intakt war und nun aber eingestürzt ist. Das lockert das ganze Gameplay etwas auf, wir springen und klettern also hin und wieder, was schon an Max Payne erinnert, wo es kurzweilige Sprungpassagen gab. Dann suchen wir genauestens die stimmige Gegend ab, nach findbaren Objekten, unterhalten uns mit NPCs oder hören diesen zu und dann wird auch wieder geballert, was Zeit und Waffen hergeben. Mein Fazit also, wie schon mit Max Payne 1 und 2 greifen Remedy auf altbewährte Konzepte zurück, sodass man zum Beispiel in Max Payne viele Elemente des Actionfilms wiederfindet, aber drucken dem Ganzen doch einen ganz eigenen kreativen Stempel auf. In der Summe aller Dinge gibt es keine Spiele, die wie Max Payne sind. Das gleiche gilt auch für Quantum Break. Was hier erschaffen wurde, ist vielleicht kein Meisterwerk, weil es vielleicht an kolossalen Ausmaßen und entsprechenden Umfang oder an der Vielschichtigkeit der Charaktere mangelt. Dennoch kann ich diesen Titel Shooter-Freunden bedingungslos empfehlen und sogar denen, die noch nie einen Shooter gespielt haben, weil sie vielleicht für zu stumpf oder unbeeindruckend halten.